Einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Sonntag, Leute. Ja, heute befinden wir uns wieder in der Garage, aber weniger mit Auto, mehr wieder so ein bisschen Sonntag halt, ne? Ein bisschen was zum Frühstück, zum Entspannen. Und heute, also eigentlich habe ich mich was richtig Cooles vorbereitet. Und zwar, ihr wisst es ja, hier ist es kalt. Begrüßt herzlich mit mir. Guten Tag. Kargraf. Guten Tag. Ich will auffrieren. Er will auffrieren. Ja, ich habe ihn eingeladen, damit er mich mal ein bisschen aufräumt. Nein, Scherz. Ich will mit ihm zu. Den Schrott mit. Nein, wir bauen zusammen eine Heizung auf. Aber Leute, ich bin gerade von zu Hause raus und da kommt der Postmann, der Postbote, Lichthupe und fängt mich ab. Hey, stopp. Schrauber? Ja, Schrauber. Ich habe hier ein Paket für Sie. Hä? Ich habe doch gar nichts bestellt. Leute, deshalb an dieser Stelle erstmal. Richtig geil. Hätte ich nie mit gerechnet. Ich dachte erstmal, was? Kommt das denn her? Die Autodoktoren, Leute. Die Autodoktoren haben mir eine Umschaltknarre zugeschickt. Autodoktoren, vielen Dank dafür. Also, richtig geil. Eine Umschaltknarre. Da machen wir als erstes, bevor wir irgendwas mit der Heizung machen, machen wir ein Unboxing von der Autodoktoren Umschaltknarre. Natürlich mit Autogramm. Autodoktoren Gramm. Autogramm. Und, ist das hier irgendwo verklebt? Benutzt man so eine Knarre oder stellt man die in die Vitrine? Das frage ich mich gerade. Boah, das ist aber gut verpresst, die Packung. Sehr, sehr stramm. Die zieht unter Druck, wenn man die ein bisschen rauszieht, dann zieht die sich wieder rein. Und wir haben die Autodoktoren-Knarre, Leute. Guckt euch das an. Das ist ja ein geiles Teil, oder? Kann man umschalten, von links auf rechts. Das kann man hier als so einen Schraubendreher benutzen. Und dann halt drehen, ne? Ist ja eine geile Sache. Hier haben wir so ein Autodoktoren-Logo. Und eine wirklich kleine, kompakte Knarre. Richtig geil. Ist ja eine mega Sache. Mega, mega Sache. Finde ich richtig gut, ne? Was sagt ihr dazu? Unglaublich, oder? Also, Hans-Jürgen und Holger, vielen Dank für die geile Knarre. Die ist... finde ich richtig toll, ne? Ich habe schon so ein bisschen Angst, die sogar hier in der Werkstatt zu benutzen. Was heißt Angst? Ich meine, ist ja ein Werkzeug, ne? Muss ja ein bisschen halten, ist ja klar. Aber ey, das ist mir eine Ehre, von euch ein richtig geiles Geschenk bekommen zu haben. Ich bin echt überrascht und der Postbote, der kam mit Lichthupe entgegen und sagte, hey, stopp, ich habe hier ein Paket für Sie. Geil. Leute, eine richtig geile Aktion. Aber okay, so. Das an dieser Stelle, mega Aktion, super. Jetzt machen wir aber die Heizung, denn es ist mega kalt hier in der Werkstatt und wir wollen ein Unboxing machen, beziehungsweise nicht ein Unboxing, sondern wir müssen hier ein bisschen Wärme reinbringen. Und das letzte Mal, als ich den Ofen da angeschmissen habe, da musste ich eine Viertelstunde, 20 Minuten draußen verbringen, weil hier alles zugeraucht war. Der Rauch, der zieht nicht richtig ab und so. Und das will ich nicht mehr. Es soll einfach nur warm werden. Und das habe ich schon von vielen, vielen Leuten gehört, dass diese Standheizungen richtig gut sein sollen. Ne? Hier steht's, Standheizung für glückliche Menschen. So, oder beziehungsweise, wenn die läuft, dann sind die Menschen glücklich, lachen, Daumen hoch. Werkstatt, hat einen Schlüssel in der Hand. Geil. So, hat, ich glaube, ich habe es bei eBay gekauft, Versand war... Ich habe 4 Tage gewartet oder sowas, also kam wirklich hier aus Frankfurt oder so. Ne? Machen wir ein Unboxing. Was haben wir denn hier drin? Mir ist gerade auch aufgefallen, hier steht Made in Germany. Auf jeden Fall. Ist auch Made in Germany. Es muss Made in Germany sein. Es muss Made in Germany sein. So, hier haben wir ein dünnes und ein dickes Rohr. Das ist schon mal so ein bisschen gequetscht. Ich glaube, die kriegt man im Bauhaus, ne? So für ein paar Euro. Solche Rohre. Keine Ahnung. Ja, doch, das ist ein simpler Metallrohr, ne? Ja.
Ja, ja, so Alu-Rohr, Wellrohr. Ne? Das ist wahrscheinlich für die Frischluft und für die Ausgangsluft. Achso, dann haben wir, genau, das ist ein Luftfilter, macht immer offen. Das ist wirklich sehr interessant, was das für ein Luftfilter ist, was da drin ist. Also der, ja, auf jeden Fall. Der kann richtig der, was, ne? Ja, der ist super. Der ist so gut, den kannst du sogar in den Sandkasten legen und der saugt Wahnsinn. Nichts an. Wahnsinn. Gib mal, ich muss das mal in die Kamera zeigen. Wahnsinn, so, Wahnsinn. Hier. Das ist ja wirklich. So, das ist der Luftfilter. Da ja, fallen keine Kieselsteine durch, wenigstens. Nein, nein, da fällt nichts durch. Das ist ja schon mal was. Also wenn du im Steinbruch arbeitest, da kommen die Steine kommen dann nicht durch. So, Luftfilter. Dann haben wir diverse Schlauchschellen. Oh, der Tüte war schon mal offen. Und, guck mal hier, hier ist ein unsichtbarer Gegenstand drin. Kannst du den mal begutachten? Was denn? Das ist ein 28 mm Bohrer. So ein, damit du halt im Auto, Wohnwagen oder sowas ein Loch reinbauen kannst. Ach so, ja, okay. So, zeig mal, also den Inhalt, den musst du mal zeigen. Der Inhalt ist super. Genau, da ist nämlich nichts drin. Ja. So. Hat sich schon mal einer vorher geschnappt. So, du musst den Karton da runterziehen. So. Auspuff wahrscheinlich, ne? Genau, das ist der Auspuff. Viele kennen das, dass die Standheizungen gerade sehr, sehr günstig verkauft werden. Aber die sind ja so klein, kompakt und so wie Zuheizer halt, ne? Die gehen ins Auto rein. Hier ist er. Hat keiner gemobst? Das sieht doch einer gebraucht, oder? Das sieht auch mega hochwertig aus, ne? Mega. Mit einer Feder drin. Mega hochwertig. So, 28 mm. Ja, ich sage einfach nichts dazu. Es ist dabei. Ja? und wir haben hier, warum klemmt das denn? Was ist denn da? Ach, das ist ein Kraftstoffanschluss oder was? Nein, warte. Du musst schon ein bisschen vorsichtig machen. Ach so, vorsichtig. Ich glaube, den müssen wir, weißt du was, leg den mal wieder hin. Den müssen wir da so drauf klemmen. Der war nämlich hier offen. Der war jetzt schon rausgeschwungen, also das sind auch super, super dünne Klemmdinger. Ach geil, weißt du? Naja, wiegt auf jeden Fall nichts, es ist sehr, sehr leicht. Hauptsache sie macht warm. Ja. Der Rest ist doch egal. Und Kostenpunkt, also gibt es ja verschiedene. Kostenpunkt für diese jetzt hier war 170 Euro. Es gibt welche für 160 und so, dann bei manchen musst du 6 Euro Versand noch dazu zahlen und sowas, ne? Die hier hat 160, 170 Euro gekostet. Und wir haben hier einmal den Lufteingang, dann haben wir hier den Auslass. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, hier muss er Luft reinziehen. Und von unten wahrscheinlich. Nee, hier zieht er Luft rein, oder? Nein, das ist der Luftauslass. Genau, Auslass. Das ist der Luft und dann kannst du hier so, so, und dann haben wir aber noch einen Auspuff und ist das hier von unten oder was? Ja klar, von unten haben wir den Luftfilter. Ja, wie soll das denn funktionieren? Guck mal, wir haben hier so einen Luftfilter, ne? Also dieses Siebdingsbums. Und das muss ja hier eingebaut werden. So. Guck mal, wir können ja mal ins USAS-Manual gucken. Wen? Im USAS-Manual. Da ist auch sowas mit bei. Nur noch verschärfte Bilder, ne? Die sind sehr, sehr unscharf. Ist, als hätten die das von einem Bildschirm abkopiert oder so. Die machen immer, die haben nicht eine Vorlage, von der sie kopieren, sondern die kopieren das. Das, was durchgeht, wird aufgesammelt und wird dann wieder kopiert. Ne? Also wenn du jetzt das 100. oder 1000. Teil kaufst, dann ist es ja total verschwommen. So, ist nun mal so. Aber ich stelle mir das Ganze gar nicht so schwer vor. Also wir haben hier diese Luftansaugung. Die muss hier dran und wird hier seitlich abgeführt für die frische Luft. Und hier haben wir den Auspuff. Das ist auch sehr interessant. Der Auspuff ist auch von unten. Allerdings, wenn ich den hier drauf mache, habe ich gar keine Möglichkeit, den irgendwie wegzubiegen. Oder? Doch, hier rum wahrscheinlich. Oder? Ja, aber guck mal, der ist doch gar nicht gewellt hier. Der ist doch gar nicht wellig hier an der Stelle. Und wo ist denn die Luftansaugung und wo ist der Luftauslass? Muss hier hinten stehen.
So, wenn du dir das mal anschaust, hole ich gerade das Netzteil raus, denn wir wollen das ja mit, nicht mit Autobatterie betreiben, sondern wirklich mit einem Netzteil. Dafür habe ich mir ein 30 Ampere Netzteil geholt. Das Ganze sieht so aus. So, wir haben hier L, N und Erde. Dann haben wir hier drei Anschlüsse für Minus und drei Anschlüsse für Plus 12 Volt. Und das ist dann 12 Volt, 30 Ampere. Das war in 3 Tagen da. Sehr gut. Ist eigentlich so ein LED-Trafo. Der liefert schon Strom. Da hätte ich auch gesagt, ich montiere den, ich weiß nicht, seitlich oder so, einfach irgendwie, ja, damit wir den Strom direkt hier mit dabei haben. Ne? Ich weiß aber nicht, wie ich das hier drauf montieren soll. Jetzt mit Kleber, doppelseitiges Klebeband oder so. Was willst du sagen, oder hier oben drauf? Bei mir wird das jetzt da oben drauf mit Klebeband festgemacht. Also bei mir jetzt. Solange habe ich noch keine endgültige. Seitlich. Wir machen das seitlich. Ich befestige den seitlich. Hier oberhalb ist übrigens, genau, wir machen das mal offen, oder? Was ist da eigentlich drin? Überraschung, Leute. Verbrauch, weißt du, was er verbrauchen soll? Also laut Hersteller 0,5 Liter die Stunde, diese. So, hier haben wir einen Kraftstofftank und hier haben wir den Zuheizer. Das ist schon eingepackt. Funktionsweise, Standheizung vom Auto kennen wir, da ist hier in dieser Brennkammer Feuer und außenrum haben wir Wasser. Hier sind aber Kühlrippen für wie so ein Kühlkörper halt. Ne? Ja, und die Luft, durch heiße Luft gemacht. Ne? Genau, die Luft, die bläst da durch und ja, kühlt den Kühlkörper ab und die warme Luft, die gelangt dann zu uns. Wir haben ja auch noch eine Fernbedienung, habe ich gerade gesehen. Ja, also mit Fernbedienung steuerbar. Seine Standardfernbedienung. So, da ist noch die Folie drauf. Also die kenne ich, also jede Zubehör. Funkfernbedienung hat so ein Dingen. Ja, ja, die sind alle gleich. Geile Sache, ja gut, okay. Ja, würde ich sagen, haben wir das. Hier ist diese Pumpe. Ach ja, guck mal, wie krumm die ist, ne? Das habe ich mal gelesen, die ist hier so schräg, so 45 Grad ungefähr. Die darf es auch nicht gerade hoch machen oder schräg hinlegen. Die muss so stehen. Das steht sogar, wenn man, als ich meinen Seat hatte, da habe ich mir das angeschaut. Und zwar ist da ja dieses, ja, ich weiß nicht, Magnetventilpumpe oder was ist das? Und die muss so schräg hingelegt werden. Sehr sicher auch nirgendwo ist, auf den Dieselschläuchen ist hier zum Beispiel am Tank keine Schraubschelle. Der Schlauch sieht aus, keine Schlauchschelle. Hier liegt eine lose Schraube drin rum. Ja, das ist hier für die Schlauchbefestigung. Echt? Ah ja, okay, die ist einfach mal reingefallen irgendwie. Ja, die Tüte war ja auf, ne? Stimmt, weil die Tüte auf war. Ja, mehr ist hier nicht dran. Also wir haben einen Tank, Zuheizer, bisschen Elektronik, damit das Teil läuft. Total instabil, wenn das Gehäuse nicht mit drauf ist. Deshalb machen wir das schnell wieder zu. Das haben wir nichts von, wenn das auseinanderfällt. Ich denke, dieses Teil hier ist mit Sicherheit richtig interessant für viele von uns, für viele von euch. Denn der Winter, da rechnet man ja nicht mit, der kommt so plötzlich und auf einmal friert man sich richtig ein ab und man denkt sich dann kurz vor dem Winter, denkt man sich, ach, das war letztes Jahr gar nicht so schlimm, habe ich überlegt, es geht. Ne? Theoretisch ab Januar geht das wieder los, ne? Ja, ja. Das wird kalt werden, 100%. Ja, es ist jetzt schon mittlerweile, weil es so kalt hier, unglaublich. So, ich hätte gesagt, ich organisiere mal ein bisschen Klebeband, wir kleben das hier mit Kabelbindern, dann kann ich das hier dran machen, einmal über Kreuz. Ich will natürlich, dass das irgendwie klebt. Und so einen doppelseitigen habe ich. So, doppelseitiges Klebeband hier einmal drauf. Es ist jetzt schon recht kalt. Was bedeutet, es klebt nicht wirklich gut. Deshalb werde ich das nochmal zusätzlich mit Kabelbindern sichern. Ja, es muss dann nochmal gesichert werden. Ich schicke den Kabelbinder einfach da rein. Weil wenn das Teil runterfällt, wäre natürlich schade. Wenn 25, 30 Euro oder was einfach runterfallen und dann nichts mehr geht. Das muss nicht sein. So, ein Kabelbinder ziehe ich hier einfach durch. Am Kraftstofftank
sollte mal wirklich was sein, also dass die Klebe nicht hält, was wirklich durchaus passieren kann, dann ist das schon mal sicher. Und wir müssen gucken natürlich, dass es, da soll nach hinten der Strom, soll nach hinten zeigen, zack. Und wir müssen einen Kabelbinder, beziehungsweise nur eine Rippe hier besetzen. Kennen wir das schon mal. Als nächstes ist die Verkabelung dran. Hier brauchen wir ein paar Kabel, beziehungsweise wir haben hier Strippen, die liegen bereits hier, 12 Volt, ein Glück, muss ich mir nichts kaufen. Wir schließen die direkt hier an die Stromversorgung an. Sollte auch nicht so schwer sein, ist gut gekennzeichnet. Also hier gucken ein rotes und ein schwarzes aus dem Gehäuse raus. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir hier Plus und Minus haben. Und dann haben wir hier, hier ist Plus, würde bedeuten, an den hier kommt Plus drauf. Ja, das sieht gut aus. Ader-Endhülsen und jetzt kommen wir da dran. Ader ist drauf. End ist drauf. Und wir haben auch L. Abgedeckt. Fertig. Also ich habe jetzt hier einfach mal ohne euch den Auspuff drauf gemacht, den Saugschlauch drauf gemacht. Da muss man ein bisschen in der Anleitung aufpassen. Also es ist schlecht zu erkennen. Einfach mal trocken kurz starten und gucken, wo er ansaugt und wo er rausbläst. Dann das Kabel hier nochmal fixiert, falls man einer dran zieht, falls man stolpert oder so, dass das nicht direkt aus dem Gehäuse rausreißt, sondern wirklich hier fest ist. Dieses Stromkabel, das kann hier so hängen bleiben. Es wird eine feste Position haben. Den Luftfilter hier so befestigt, damit er nicht einfach auf dem Boden liegt. Und so sieht das aus. Also auf dem Tisch darf es jetzt nicht laufen. Das wäre, ja, dann schmilzt der Tisch weg, weil ich gehe davon aus, dass der Auspuff sehr, sehr heiß wird. Ja, sieht so ein bisschen blöd aus, ne? Ich überlege noch, ob man da was machen muss. Ansonsten ist das gar nicht mal so schlecht. Man kann ihn so ein bisschen biegen, damit er von mir aus in irgendeine Richtung geleitet wird. Also die Abgase. Ja, machen wir Diesel rein, oder? Und starten das Teil. Also Kraftstoff rein, Diesel. Am besten nicht kleckern. Das plätschert nicht mehr. Also ich habe hier, ich glaube, das sind 5 Liter, ne? 5 Liter Kanister. Ein bisschen Platz ist noch. Ich glaube, das sind, wahrscheinlich ist das ein 5 Liter Kraftstoffkanister. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel Volumen der hat, aber wahrscheinlich werden es 5 Liter sein. Ich habe es jetzt nicht randvoll gemacht. Einfach mal so ein bisschen weniger gelassen für die Not, dann hat man nämlich hier nochmal einen halben Liter, falls man Not am Mann sein sollte, dann hat man ein bisschen Reserve. So, zack, abtropfen lassen und können loslegen. Alles schon. So, Kraftstoff ist drin, Heizung positioniert, hier die Abgase. Also wir machen den ersten Testlauf hier wirklich auf dem Tisch und sagen mal on. Hier kommt schon Luft raus, aber wenn es anfängt zu brennen, dann werden wir es natürlich hören, wenn die Brennkammer gleich anfängt.
Hier sogar gemalt mit so Pfeile, die blinken hier, wo rein und raus Auslass ist. 10 Grad Celsius haben wir hier gerade, P 4,4 Hertz, das weiß ich nicht, was das heißen soll, 11,6 Volt, E00. Hier läuft die Zeit, wie schnell er. Und hier kann man die Herzzahl einstellen. Was haben wir denn in Einstellung? 1 off. Ja, da muss man natürlich die Bedienungsanleitung lesen, die ist auf Englisch. Gucken, was das hier alles heißen soll. Was mich jetzt interessiert. Oh, hört ihr das? Das ist die Pumpe für den Kraftstoff. Da können wir mal gerade schauen, ob der Sprit schon angekommen ist. Das sieht man, glaube ich, so gar nicht. Ja, Kraftstoffleitung ist noch leer. Wir müssen noch mal ein bisschen warten. Wir versuchen das ja immer unbehandelt zu machen. Das ist gut mit unserer Atome. Könnt ihr jetzt auch nachlesen. Aber. Das klopft immer lauter, also das ist echt nervig. Das hätte man wirklich irgendwo befestigen können, damit es nicht so klopft, als zumindest die Pumpe. Gummiger, ja, das ist die Pumpe. Die hat, ist wie so ein Magnetventil, so pock, 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 pock. Da ist ein Eisenkern, der geht immer vor und zurück, damit er immer wirklich eine definierte Menge hat pro Hub. Ne? Aber hier kommt noch kein Sprit an. Sprit haben wir noch nicht. Jetzt kommt Sprit. Wow! Zack, 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 immer so ein bisschen Sprit. Sieht man jetzt. Ein paar Luftbläschen. Geil. So. Oh, der brennt jetzt. Jetzt merkt man, jetzt hört man, dass das Feuer kommt. Ja. Hier kommen warme Abgase raus. Jetzt hat die Pumpe aufgehört, wahrscheinlich hier ein Fehler. Hat angefangen Diesel zu bekommen. Keine Ahnung, was ist. Steht was auf dem Display? Ne. Also auf dem Display müsste ja dann auch, wenn eine Fehlermeldung kommt oder sowas, ne? Die Kammer hier ist schon warm, also hier vorne, ne, wo die Luft rauskommt. Hier ist es schon mal so ein bisschen warm. Das wird noch ein bisschen dauern, ne? Das ja, ist on, ne? Auspuff ist warm, oder? Auspuff ist warm. Also brennt schon mal irgendwas, das ist schon mal gut. So. Einmal abwarten. Ich bin echt gespannt, wie warm das hier wird. Ah, aber weißt du, was eigentlich laut ist? Das Netzteil. Das Netzteil ist richtig laut. Der hat hier nämlich auch nochmal einen eigenen Ventilator, weil das 30 Ampere ist. Und der ist sehr laut. Ja, das kann man ja später auch irgendwo verschwinden lassen, ne? Das Netzteil selber? Ja, ja. Du kannst ja natürlich die Kabel nur verlängern irgendwie. Was interessant wäre. Oh, guck mal da. Jetzt raucht's. Jetzt kommt der Diesel raus. Also Rauch. Ich glaube, wir stellen das mal raus, wa? Ja, aber ey, geil, es funktioniert. Weißt du was, ich könnte ja mal einen Kamin aufmachen und da reinpusten lassen, hä? Ne, ja, der Auspuff wird ja auch warm. Musst du aufpassen, dass der Auspuff jetzt nicht vorsichtig heiß. Schwimmen nach draußen. Ja, 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 zumindest mit der Abgasschlauch nach draußen. Also Leute, läuft jetzt schon seit 28 Minuten. In der Halle sieht man den Atem nicht mehr. Also, es wird warm, es wird warm. Echt, also da kommt richtig Hitze raus, ne? Und jetzt habe ich auch, jetzt haben wir uns natürlich die Einstellung angeschaut und die wollte ich euch mal zeigen. Kann man das Gebläse runterregeln oder nicht? Das zeige ich euch gerade. Und zwar muss man hier nicht durchgehend irgendwie voll Power geben. Wir haben ja hier diese Fernbedienung, die hat einmal aus, an, Minus und Plus. Ich bin jetzt gerade auf volle Power und jetzt gehen wir einmal auf Minus und da verstellt sich nämlich die Herzzahl. So, P 5,2. So, und jetzt können wir nämlich ganz runter gehen.
So, auf 1,6 bedeutet, in der Sekunde taktet das Ventil hinten 1,6 Mal. Und weil er natürlich 1,6 Mal taktet, kriegt er weniger Kraftstoff. Oh, jetzt ist irgendwas an ausgegangen. Das Display ist dunkler geworden, keine Ahnung warum. Ja, jetzt spritzt er natürlich weniger ein und dadurch wird es nicht mehr so heiß in der Kammer. Hier in der Kammer wird es nicht mehr so heiß und es ist dann wirklich leise. Also Leute, ist doch jetzt schon noch richtig. Also Leute, ist doch schon wieder spät geworden. Wir haben das, wir haben den K-Graf, ihr seht, der ist weg, gerade weggefahren. Er hat es eilig, hat auch einige eigene Sachen zu tun. Und ja, was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zu so einer Heizung? Also ich war jetzt mal eine Viertelstunde draußen und ich muss sagen, Leute, hier drinnen, also es ist nicht warm, aber es ist erträglich, es ist gut. Es ist nicht wie draußen. Draußen ist es wirklich sehr kalt. Riecht so ein bisschen nach Diesel hier drinnen, ja, weil ich die Abgase nicht korrekt abführen kann. Dann muss ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen, damit die Abgase so ein bisschen weiter weggehen. Aber so ist das eine richtig coole Sache. Also vor allem nicht irgendwie was umstellen, dies und das oder so. Also man kommt hier rein, Fernbedienung drücken und die Heizung läuft. Ich gucke jetzt gerade noch mal, wie viel Diesel da drin ist, weil die läuft jetzt schon eine Stunde. Ich habe die jetzt runtergesetzt, also damit das nicht so laut ist. Aber ihr seht, wir haben hier eine Stunde Betriebszeit. Diesel immer noch reichlich drin, also viel hat er nicht gefressen. Ist immer noch ausreichend Diesel drin. Ich finde, das war eine gute Investition. Wow, haben wir einen Rotstich. Ich finde, das war eine gute Investition und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir was dazu unten schreibt. Denn vielleicht habt ihr das ja auch, ne? Und ich glaube, es ist gar nicht mal so verkehrt, so eine Heizung da reinzumachen. Überlegung wäre, ob ich das da bei mir in den Ofen irgendwie die Abgase reinmache. Aber ja, werden wir sehen. Aber hört man denn was? Ist es zu laut? Ich glaube, es ist okay. Man hört ja jetzt nur den Lüfter und dieses Klopfen. Bock, bock, bock. Völlig ausreichend, Leute. Ich bin froh, dass ich so eine Heizung habe. Ja, das war's mit dem Sonntag. K-Graf ist weg. Ich habe gerade mit ihm seine Reifendruck Sensoren angelernt. Ich habe hier nämlich noch so einen Tester. Den will ich gleich mal noch ein Unboxing für euch machen. Ich habe seine Reifendrucksensoren angelernt, quasi so zum Üben. Ja, und da ist es so spät geworden, da hat er gesagt, nee, der muss jetzt weg. Und deshalb werde ich jetzt ja alleine schnell noch mal das Video drin, das Unboxing für euch, was ich hier für ein geiles Gerät gekriegt habe. Ne? Dann, Leute, richtig geil. Die Autodoktoren. Oh Mann, ey. Richtig geil. Weiß nicht, kann man die irgendwie kontaktieren? Wahrscheinlich ja, ne? Ach, ich werde das einfach über Instagram machen. Einfach posten und die da drauf verlinken. So, Leute. Ach ja, und eine Sache fällt mir noch ein. Die Heizung, die ich habe die gerade ausgemacht. Ich wollte gerade gehen und da fällt mir ein, ich habe noch eine Sache. Und zwar habe ich bei XXL Automotive was gekauft. Und da komme ich zurück auf das Video, wo ich das Wischergestänge gemacht habe. Da haben ja viele gesagt, ich hätte einfach ja, einen Stab oder einen Bohrer, Schmirgelpapier drauf machen können und da reinfahren, um das runter zu schmirgeln. Ja, wäre eine richtig coole Idee. Ich habe mir aber trotzdem Adaptersätze gekauft und zwar Stahlbürsten. Ist eigentlich für Injektoren, ist nicht nur für Injektoren, Bürstensortiment. Hier ist eine Knarre drauf abgebildet. Einfach ein runder Bürstensortiment. Eine geile Tasche, oder? Und zwar haben wir hier Stahl, Kunststoff und Messingbürsten. Mit so einem Aufsatz. Und wir nehmen jetzt einfach mal so eine Messing, ne, so eine Stoffbürste. Und dieses kann ich aber auch am Akkuschrauber befestigen, montieren. Und wenn ich mal so zukünftig Schäfte habe oder so, ne, das kann ja an einer Bremse sein oder sonst irgendwo, lohnt sich das, solche Aufsätze immer zu haben, um irgendeinen Schaft zu bereinigen. Das
fand ich jetzt schon länger, dass es mir fehlt. Und jetzt nach dem letzten Video mit dem Wischergestänge dachte ich, weißt was, jetzt musst du dir sowas zulegen. Und ich glaube, das wird mich bestimmt gut in ein paar Videos begleiten. Das war's in diesem Sonntag. Kurzer Statusbericht. Leider kein Video mit dem Mercedes. Ich wollte ja noch was machen, was diesen automatischen Assistent angeht für Fahrzeug. Radar, das Radar nochmal mit euch testen, das muss ich mal bei Gelegenheit machen, aber es ist so, es ist jetzt schon wieder dunkel, obwohl wir kurz nach 5 haben. Naja, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, schreibt mir unten was in die Kommentare rein wegen dieser Heizung, die ist, ich muss sagen, richtig geil und würde sagen, bis demnächst, ciao, euer Schrauber.